So, hallöchen, willkommen zu diesem Video. Ich habe hier diesen Controller aus dem Action, der Bluetooth Gaming Controller von Battletron Gaming ist das ja. Es ist ja eine bekannte Action-Marke. Es gibt ja sehr viele Sachen. Es gibt ja auch diese ganzen LED-Sachen oder RGB-Sachen und sowas. Ich möchte hier diesen einfach auspacken. Ich will wissen, was ist da drin. Wie verbindet sich dieser Controller mit dem PC, beispielsweise mit der PlayStation 4, da ich momentan ja halt sehr viel auch auf dem PC spiele, hat es mich manchmal so ein bisschen gestört, dass bei manchen Spielen halt mit der Tastatur, das ist immer so ein bisschen klimpflich, so kann man nochmal ein paar extra Sachen machen. Und ja, was ist drin? Dieser Gaming-Controller soll hier über Ladezeiten von 2 bis 3 Stunden dauern, aber dafür Spielzeiten 5 bis 8 Stunden. Ist ja schon mal recht ordentlich für so einen Controller. Ist hier ein PS5-Design, das Ganze. Finde ich ganz cool. Hat mir einfach gefallen. Und das halt auch für die PS4 ist und meine PS4-Controller gerade so ein bisschen leiden wegen dieser schönen Anschlussbuchse oben. Ihr kennt es sicherlich. Ihr habt ein Ladekabel oben reingesteckt, wollt Controller laden, der leer ist. Und dann stellt er fest, nach einer Stunde, der Akku ist immer noch nicht geladen. Ja, egal. So, ich habe euch jetzt mal hier rangeholt. Hier sieht man den nochmal in kleinen Detail nochmal. Wie gesagt, in PS5 Design. Hier steht das auch nochmal drauf. 2 bis 3 Stunden Ladezeit, 5 bis 8 Stunden für PlayStation und PS4. Hier steht nochmal die Marke drauf. Das ist keine bezahlte Werbung hier in der Hinsicht oder irgendwas. Ich habe mir den einfach organisiert, weil halt mein Controller hier oben immer in dieser Ladeanschlussbuchse halt dann immer kaputt gegangen ist und man momentan sehr wenig bis schlecht halt PS4 Controller noch neu erwerben kann. Und auf der anderen Seite kaufe ich mir jetzt nicht nochmal für knapp 70 Euro nochmal neuen Controller, nur damit ich meine paar PS4-Spiele noch mache, worauf ich momentan sehr selten spiele. Ja, hier haben wir nochmal kurz ein paar Eckdaten zu dem Ganzen. Hier haben wir nochmal 3,7 Volt, 600 mAh, Lithium-Batterie, Kapazität, gut, steht jetzt hier nicht drauf, aber hier ist nochmal die Beschreibung, die ich gerade vorgelesen habe, ne? So, und den Karton muss man natürlich wieder schlichterweise wie immer richtig schön aufreißen. Das will Action sogar so. Also damit man halt keinen Diebstahl irgendwie machen kann oder sowas. Das ist hier oben richtig zugeklebt. Also die sparen sich den Aufkleber, indem sie diesen Aufkleberkram hier reinmachen. Oh. Damit man halt sehen kann, ob das halt schon mal offen war oder halt nicht, ne? So. So, zack. Da ist das Ganze schon offen. Holen wir diesen mal hier raus. Ich hoffe, jetzt fehlt da auch nichts, weil ich bin, habt immer so Glück. Ah, okay. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal das ein USB-C. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal das USB-C-Kabel. Ist schon mal mit dabei. Mein gut, sind mittlerweile normalisiert, ne? Alle Geräte müssen mittlerweile diesen USB-C-Adapter haben, mit dieser Geschichte aufhört. Mit dem ständigen, ihr wisst schon, halt das Ladekabel, das Ladekabel. Ich weiß noch damals, für die Leute, die aus alten Zeiten noch kommen, sage ich jetzt mal so ein bisschen älter sind, die wissen sich noch ganz genau, fürs Nokia brauchtest du den Ladestecker, für Samsung den Ladestecker, also für damals die ganzen Tastentelefone. Ja, an für sich. Hört man jetzt vielleicht mal ganz gut. Das sind jetzt die hinteren Tasten. Ja, wenn jetzt hier drauf drückt, dann leuchtet der hier so schön in den Ecken. Ja, hier hat man den Klinkeneingang, ne? Hier hat man nochmal irgendwie nochmal, keine Ahnung, was das hier symbolisieren soll, PR und PL. So sein soll ein MR, also ja. Den Akku entnehme ich jetzt hier mit 1000 mAh. Ist schon mal recht stattlich, also mehr als bei einer PS4. PS4 hat, glaube ich, nur 600 mAh Akku. Also, naja, ist hier so ein bisschen, hier ist es glatt. Hier ist so eine glatte, matte Oberfläche, das hier auch so ein bisschen sieht nach mattschwarz aus. Hinten ist ein bisschen geriffelt, wenn man das vielleicht sehen kann. Ja, sieht man schön, ist ein bisschen geriffelt. Und ja, hier steht nochmal der Hersteller drauf. Ja, finde ich erstmal ganz cool. Bin mal gespannt, wie schnell sich dieser Controller hier am PC verbinden lässt. Packe ich euch noch mit in die Aufnahme rein. Mal nur auspacken, ist ja langweilig, wollen wir ja was sehen. Also bis gleich.
So, hier ist zum Beispiel ein so ein Controller, was ich meine, ne? Der hat hier einen kompletten Stick drift, der geht halt immer wieder hin und her, habe ich zwar schon ein Video gemacht, aber manchmal ist halt einfach dann halt der Controller so, dass es halt leider mit Flüssigkeit oder mit Warmmachen oder so nicht funktioniert. Mit Warmmachen wäre vielleicht noch eine Variante, aber oftmals ist es hier die Anschlussbuchse, die dann halt kaputt geht. Man kann jetzt auch hier rüber sich ein Kabel besorgen oder ein Anschlussding und dann kann ich hier rüber laden. Habe ich eigentlich eine ganze Zeit lang gemacht, aber leider ist meine Ladestation kaputt gegangen. Und ja, so. Dann nehmen wir hier das Kabel, was jetzt hier dazu geliefert wird, nehme ich jetzt einfach mal mit, drödel das hier auf und dann will ich gleich mal ausprobieren. Ich werde euch auch dann meine Soundaufnahme direkt vom Dings mit reinmachen. Ja, der muss natürlich auch erstmal geladen werden, ja, aber das lassen wir jetzt mal hier außen vor, das können wir ja währenddessen machen. Ich klemme den jetzt hier an, wir verbinden den jetzt hier, ne, und zack. Dann macht er dasselbe Geblinke wie ein PS4-Controller. Man kennt ihn, wenn wir jetzt hier mal drauf drücken, blinkt er blau. Aha, und jetzt hat er sofort schon die PlayStation gefunden, jetzt leuchtet er rot. Jetzt könnte man schon was machen. Super, das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Mache ich aber jetzt hier wieder weg. Das Einzige, was mir hieran nicht so gefällt, ist, dass er einfach so schlicht ist. Das hätte man vielleicht hier ein bisschen nochmal beleuchten können. Ach, beleuchten sag ich schon. Vielleicht in anderen Farben machen können, sage ich jetzt mal so. Ja. Vielleicht ein bisschen schwarz absetzen oder halt, was weiß ich, wie damals bei der PlayStation 2. Aber ich meine, was will man erwarten? Dafür kostet das Teil auch nur 20 Euro. Hier hat man nochmal so Tasten. Die lassen sich sehr gut drücken. Hier ist auch ein Lautsprecher drin. Hier unten ist der Klinkeneingang. Ich werde euch gleich mal eine kleine Aufnahme mit reinpacken mit einem normalen Headset. Ich benutze das ja nicht. Falls ihr mehr von solchen Action-Sachen sehen wollt. Ich habe zum Beispiel hier, muss ich mal kurz abmachen. Es sieht jetzt, ich habe das jetzt schon 2 Jahre lang im Gebrauch. Hoppala. Das ist mein normales Mikrofon, was ich sonst immer für meine Livestreams verwende. Diesen Pop-Up-Schutz muss ich nochmal hier ordentlich sauber machen. Ist jetzt schon über 2 Jahre lang in meinem Einsatz. Also muss ich ganz ernsthaft sagen, ich habe es bis jetzt nicht bereut, das gekauft zu haben. Der Ton ist mega cool über das Headset, auch über das Mikrofon. Man hat hier auch einen Kopfhörerausgang, hier auch USB-C. Es soll keine Werbung sein. Das hat mich damals 15 Euro gekostet und lebt bis heute noch. Also billige Sachen heißt nicht immer gleich. Ach, die Steckdosenleiste ist hier unten, sorry, weil ich hier noch was lade. Heißt nicht immer gleich, dass irgendwas aus dem Action schlecht sein soll, nur diesen Pop-Up-Schutz. Aber kann man ja hier auch Prost abmachen, ne? Der Knopf hier oben funktioniert auch noch reibungslos. Man hat auch einen Farbwechsel da drin. Also ja, hier unten kann man laut leiser machen. Gibt es zurzeit wieder im Angebot, bin ich sogar am Überlegen, mir nochmal 1, 2 zu holen. Einfach als Reserve. Ich meine, so das Ding kostet 15 Euro, ne? Ja. Und das wäre dann das Headset, hier mit dem ich das Ganze mache. Ja, das ist hier nur leider ein bisschen kaputt. Aber man kann sich nicht alles auf einmal wiederholen. Ich habe hier noch ein anderes Headset liegen, aber das ist irgendwie mein Lieblingsheadset. Das ist hier nur ein bisschen ausgedüdelt hier, ne? Also das ist hier Plast und dadurch, dass ich immer so ein bisschen das eine Ohr immer so weg habe, deswegen ist das so ein bisschen, muss ich dann nochmal reparieren oder versuchen zumindest. Das wird das Headset auf jeden Fall sein. Das ist ein Logitech. Keine Ahnung, gab es mal für 10 Euro damals im Netto. Also Low Budget Dings hier, ne? So, dann können wir das hier wieder vorne wieder hier drauf machen. Wie war das jetzt? Das schützt gerade gar nicht. Das ist ja eigentlich nur der Pop-Up-Schutz hier, ach hier. Ja, und ich packe euch gleich mal eine Aufnahme rein. So, Freunde, ich habe jetzt nur mal ganz kurz hier die Kamera hingestellt. Ich werde euch hier kurz das Headset dran und werde euch jetzt hier die Aufnahme obendrein noch mit hinzupacken. Ne? Da ist der Controller an. Ich werde mich kurz als Gast einloggen und werde jetzt hier im selben Zusammenhang. So, ich packe euch mal hier kurz eine Aufnahme mit rein. Das ist jetzt das Headset hier, so wird quasi drüber gequatscht. Also so vom Dings her fühlt er sich jetzt erstmal sehr schön an. Also, ne? Das ist jetzt auch der Ton über das Headset hier. Ne? Nur mal so am Rande. Hier kann ich, die Tasten funktionieren auch. Hier kann ich nochmal rückwärts fahren. Also mit den hinteren hier, ne? Fahre ich jetzt rückwärts. Jetzt mit den vorderen kann ich nur bremsen. Was sind die Tasten hier? Da müssen wir dann nochmal in der Bedienungsleitung gucken. Hier springen, das funktioniert ganz normal. Ist auch ein schöner Druckpunkt, muss man damit dazu sagen. Ne? Wenn man jetzt das hier mal so sieht. Hier kann man... Ja. Geben wir mal kurz wieder ein bisschen Stoff hier. Auch vom Drücken her, der Taste lässt sich sehr gut drücken, muss ich sagen. Ja, das sieht jetzt hier ein bisschen komisch aus, aber ich habe immer gerne ein Ohr ein bisschen ab. Gerade wenn ich abends im Stream sitze,
Rückwärts, gut, vielleicht gibt es jetzt hier nicht so viel zu sagen, sage ich jetzt mal so. Der Ton ist wahrscheinlich jetzt, weiß ich jetzt nicht wie, kann ich jetzt schlecht sagen. Ich bin halt den Ton halt über mein Dings gewohnt. Kann ich euch auch gerne mal eine Aufnahme reinmachen, wie das dann halt anders klingt. So, jetzt seht ihr kurz hier meinen Bildschirm von meinem PC. Ja, das ist auch jetzt nochmal das Mikrofon, mit dem ich gerade eben auf der PlayStation gesprochen habe. Das ist jetzt gerade nur mein Hintergrunddesign hier. Ich bin noch dabei, mir den ganzen Kram anzupassen, so auf den Stream, weil ich mal auf dem Kanal streame, dann wieder mal auf Twitch und so weiter. Wir gucken uns jetzt mal ganz kurz an, was passiert, wenn wir jetzt hier Bildschirmaufnahme machen, eine Bildschirmaufnahme. Das seht ihr dann jetzt mal, so. Was passiert jetzt, wenn ich den Controller anschließe? Okay, ich höre kein Dim-Dim. Kann auch sein, dass ich es aus Versehen ausgeschalten habe. Hier sieht man es auch nur mit, ne? Darüber habe ich auch mein Dings angeschlossen. Ach, hier, Sound-Dings-Bum. Aha. Okay. Jetzt müsste das eigentlich theoretischweise angeschlossen sein. Hardware sicher entfernen. Gehen wir mal kurz in die Einstellungen rein. Und gucken mal ganz kurz, ob er das wirklich erkannt hat. USB-Maus. Ah, hab die Bildschirmaufnahme noch an. So. Hier Wireless Controller hat er auch wirklich erkannt. Den Wireless Controller hat er erkannt. Wenn ihr auch gerne mal im Livestream dabei sein wollt, schreibt mir das gerne mal mit in die Kommentare. Oh, Train Simulator, was sehe ich denn hier? Das klingt ja schon mal interessant. Train Simulator, also so zugmäßig, hätte ich auch richtig Bock mal. Download wird verwaltet, was ist denn jetzt hier? Aha, okay. Ja. Ich bin auch gerade dabei, mir vielleicht noch eine andere Webcam zu organisieren, weil die Webcam, die ich habe, ist auch eine günstige. Ist zwar qualitätmäßig für einen Stream okay, aber wenn man halt wirklich mal jetzt hier ein bisschen mit Zoom und so einem Käse arbeitet. Also wenn ihr da Empfehlungen habt, gerne mal mit in die Kommentare rein. So, gucken wir mal kurz, ob das Spiel jetzt hier Bausimulator, was ich in der letzten Zeit sehr häufig spiele, das erkennt. Aber es ist halt schön, es ist halt im Design so verpackt, finde ich echt cool. Für die Leute, die noch keine PS5 zum Beispiel bekommen haben oder halt haben können, wie auch immer, weil sie halt zum Beispiel noch mit der PS4 erstmal zufrieden sind, können wenigstens controllermäßig updaten. Das ist ja schon mal 900 plus Ultra. Wie oft habe ich jetzt hier schon rumgeeiert wegen den Controllern, weil mich nervt das persönlich gesehen. Man könnte auch jetzt aus drei Controllern einen machen, aber dazu muss ich ernsthaft sagen, habe ich gerade aktuell nicht die Geduld. Wenn ich darüber mal ein Video machen soll, was wahrscheinlich schon die wenigsten interessiert, denke ich mal, dann sagt das mir gerne mal. Ja, und lasst dem Video gerne mal ein Like da. Würde ich mich freuen. Dann weiß ich, was euch so interessiert und was nicht. Ja. Oh, wir sind da. Oh, geil. Controller funktioniert gleich, wie ihr sehen könnt hier. Ich kann jetzt hier meinen Joystick besser bedienen. Ja, moin, geil. Dann ist es also auf Deutsch gesagt, wie jetzt auf der PlayStation habe ich das Spiel ja auch noch. Bausimulator, also wenn euch das interessieren sollte. Das Ganze ist auch Multiplayer-mäßig. Mal gucken hier. Aha. Also Vibrationsfeedback ist auch sehr schön. Muss man so kurz sagen. Das habe ich jetzt auf der Blazy nicht ausprobiert. Aber das speichere ich dann auch nicht, um mir jetzt hier nichts irgendwie verfälschen. Dann kann ich nämlich noch ein paar Videos dazu machen. Aber kann ich mal kurz gucken hier. Okay. Kann ich mal kurz gucken hier. Warte mal. Okay, das funktioniert. Einstellen. Also die Vibration ist echt schön. Muss ich sagen. Okay. Ah, hier steht auch R2, L2. Jetzt könnte man fast gar nicht mehr den Unterschied erkennen zwischen PC und Dings. Hier kann man nochmal die Steuerung sehen. Da hier hat er schon automatisch erkannt. Aktionstaste, ne, Kontextmenü, Viereck, Schnellauswahl. Boah, die Vibration finde ich echt schöner. Kann man das hören? Boah, das Vibrationsfeeling ist echt geil. Also muss ich jetzt erstmal sagen, als vibrationsmäßig ist ja richtig schön. Viel angenehmer und sanfter und wie so ein Handy-Vibrationsalarm.
wenn man das Handy jetzt in der Hand hat oder sowas. Finde ich echt schön, du. Ja? Das macht Bock. Du, hätte ich jetzt ernsthaft gesehen, nicht erwartet. Und das für 20 Mark. Für die Leute halt, ne? Viereck gedrückt halten, Kreis gedrückt halten. Also er erkennt das auch sofort hier. Das finde ich sehr, sehr schön. Push-to-Talk-Taste habe ich natürlich nicht. Ey, Tracking halt. Was? Kopfhaltung überschreiten. Was ist denn das? Hilfe, Steuerung, Karte, Touchpad. Push-to-Talk. Ah, hier kann man auch nochmal. Ja, moin. Das funktioniert auch. Was kann man hier machen? Gut, die hinteren zwei Tasten. Sony DualShock Tastatur. Ah, hier, guck mal. Hä? Sony DualShock 4? Das ist doch gar kein Sony. Wieso erkennt denn der hier Sony DualShock 4? Ja, moin. Na gut, ich will ja jetzt hier nichts speichern oder so. Jetzt hat er das gespeichert, der Trollo. Oh. Naja. Aber das finde ich echt cool. Dann lässt sich das sogar noch ein bisschen besser anarbeiten, sage ich jetzt mal so. Also da gibt es jetzt wirklich keinen Unterschied mehr zwischen PS4 und PC, was den Bausimulator jetzt betrifft, weil die Steuerung ist identisch. Das Ganze ist ja auch Crossplay. Ich habe letztens schon mal mit jemandem gespielt. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so feindliche ähnliche Sorte hier, aber es ist ja egal, ne? Das macht auf jeden Fall schon mal Bock. Was kann man denn hier machen? Wie ging denn das nochmal mit dem Drehen? Mal ein Stückchen hoch mit dem Ding hier. Ging das noch mit den Tränen? Warte mal, drücken wir mal F1. Das hier sehen wir sogar, WASD. Aber, aha, hier, guck mal. Jetzt haben wir hier die Steuerung. Ja, jetzt können wir die Steuerung ändern. Also die Steuerung ist genauso wie auf dem, auf der Blazy. Dass man nur halt eins wählen kann. Ne? Wobei man hier nochmal die Option hat, dann mit der Maus nochmal hin und her zu fahren. Aber ihr seht es unten rechts. Da kann man jetzt, wenn wir hier drücken, könnten wir jetzt hier entweder hier die Einstellung so ändern, kameramäßig, oder halt dann hin und her switchen. Hier kann man halt die Ansichten wechseln, perfekt. Okay, hier zurücksetzen. Aha, hier gedrückt halten. Kann man das? Aha, hier kann man das. Okay, gut. Alles klar, dann hätte sich das schon für mich erledigt. Dann hat sich das schon für mich erledigt. Was auch cool ist, ich sehe gerade, der Controller blinkt sogar gerade. Also der pulsiert so zumindest. Das Licht seht ihr jetzt gerade nicht. Finde ich echt cool. Also dass er halt auch in Verwendung ist. Was passiert, wenn ich den jetzt abstecke? Weil er hat ja eigentlich auch Bluetooth. Okay. Dafür brauchen wir wahrscheinlich dann einen Bluetooth-Dongle. Er ist sofort wieder verbunden. Und können sofort wieder weiterspielen. Aha. Hier wird uns sogar unten angezeigt. Das finde ich ja cool. Schnellaktionsmenü. Das wird vorne... Pass auf. Jetzt wird es nicht mehr angezeigt. Dass das Bausimulator auch automatisch ändert, finde ich cool. Zack. Controller dran und schon. Ja, guck mal. Jetzt könnt man Dreieck drücken. Da. Jetzt ändert sich das von Dreieck in... Na, das ist ja cool. Echt geil gemacht, muss man echt mal so sagen, ne? Mein Klassiker, wie ich es immer so mache, schon auf der Blazy. Hier kann man auch flitzen. Oh, das bockt du. Steuerung lässt sich auch sehr schön bedienen. Hui, 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 hui. Na gut, ich habe euch eure Zeit jetzt schon genug geraubt. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich hier fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Wenn ihr meine Brille so stylisch findet, wie ich sie finde, es ist noch vom letzten Jahr, ist ja egal. Ja, bedanke ich mich recht herzlich hier fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr vom Bausimulator oder weiteren Spielen oder solchen Tests sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr wieder demnächst einschaltet zu einem neuen Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Also Leute, haut rein, macht's gut, ciao, ciao.